Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Mass Effect 1 Legendary Edition. Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Rigor-Team. Manova, Rachel-Team, raus. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Hallo, treffe ich den mal oder? Hä? Das Manova-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Ich bin ja schon wieder fast tot, fuck! Ich glaube, das ist dieser Scharfschütze, der... Ich sehe zwar den Schuss nicht, mich ständig trifft. Aber der hält halt auch nicht viel aus, ne? Die geht uns von diesem Außenposten fernhalten. Ja, also kann man hier mit Sicherheit irgendwas Unterstützendes machen, deswegen war es wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee, hier zurückzugehen. Triangulationsturm. Vorbildlich, plus zwei. Können wir eigentlich nochmal zu dem Strand zurück, wo die Sachen waren, die wir nicht dechiffrieren konnten? Wahrscheinlich nicht. Vielen Dank dafür. Ja, wir laufen mal alle Anlagen ab, von denen geht, weil das wird immer irgendwas Positives bringen. Das heißt, als nächstes müssen wir zum Satellitenverbindungsturm. Geht's hier überhaupt lang? Ja. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manoval. Wir werden jetzt aber hier nicht jeden von diesen Gängen ablaufen und dann jeden einzelnen Gateblatt machen, das ist egal. Wir werden jetzt einfach nur Anlage um Anlage ablaufen, um dem Angriffsteam zu helfen. Wir sind ja eigentlich das Infiltrationsteam. Shadow. Fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen? Oh, wir sind einfach zu weit weg. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Ist irgendwas Wichtiges? Satellitenverbindung. Müssen wir die kaputt schießen? Tatsache. Das war ja einfach. Vorbildlich plus zwei. Ein Kroganer, oh, hallo. Hallo, helft mir mal. Ach, verdammt, ich sag's auch noch, helft mir mal. Es hilft mir wieder niemand. Verdammt. Ach, ist schon wieder gestorben, nur weil wegen diesem blöden Nahkampf. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir sind wieder am Anfang. Wiederhole. Fuck. Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Ego-Team. Manova, Ego-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Angriff ist die beste Verteidigung. Sturmangriff. Das Manova-Team steht unter Beschuss. Wir können die E-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Die halten aber viel aus. Warum ist denn er nicht tot? Ach stimmt, das ist der Nahkampf. Ich vergesse immer, was der Nahkampfangriff ist.
Wir werden auch gleich speichern, keine Angst. So. Wenn wir dann die Satellitenverbindung kaputt geschossen haben, sollte ich auch vielleicht direkt mal speichern, wobei dann bin ich wahrscheinlich noch im Kampf. Mal gucken. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manoval. So. Je näher ich bin, desto besser treffe ich die. Von daher. Und wir speichern nochmal. Oh, es geht gerade nicht. Okay. Er denkt, wir sind doch im Kampf. SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen? Stimmt, wenn ich die jetzt mit dem Scharfschützengewehr von hier aus schießen, dann macht das vielleicht mehr Sinn. Vielleicht macht es auch für mich mehr Sinn, mit dem Scharfschützengewehr zu schießen. Macht ziemlich viel Schaden. Mal gucken. Plus 50% Giftschaden. Schneesturm. Plus 28% Schaden. Feuerrate, Ziel, Präzision. Ich nehme mal diesen Schneesturm 10. Was soll's? Hat er zumindest gerade ziemlich fett Schaden gemacht. Oh, wir können sogar speichern. Nice. Ach stimmt, hier war dieser blöde Kroganer. Okay, ja, nehmt mal bitte wieder eure anderen Waffen. Ja, stimmt, da lädt sich ja mit auf. Schilde sind unten. Was stand da gerade mit dem Controller? Ich hab's gar nicht lesen können. Da ist noch mehr Gegner. Okay, weiter geht's. Medigel haben wir echt nicht wirklich oft verwendet. Gibt's hier noch irgendwas? Tankanlage und dann Forschungseinrichtung. Das heißt, wir müssen. Ich weiß gar nicht, hier scheint ja nichts zu geben. Also wäre es wahrscheinlich ziemlich sinnlos, hier lang zu gehen. Was ist denn das für ein Labyrinth? Ich würde sagen, wir gehen dann nach rechts. Flugzeug unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Wer hat denn diese Wege hier gebaut? Sehr interessant. Oh, geht vom Booster. Danke, dass du mich so leicht machst. Was war denn mit dem los? Gar keinen Bock gehabt zu kämpfen. Boah, ich würde halt trotzdem gerne mal hier hinschauen. Hier muss es doch auch irgendwas geben, aber nichts Relevantes und das Spiel belohnt einen nicht wirklich mit coolen Waffen oder so. Man braucht das ganze Zeug einfach nicht. Laden. Oh. Gehflieger vernichtet. Ach, das war schon der Auftrag, oder was? Ich glaube. Das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass jetzt
weniger G-Flieger unterwegs sind. Tankanlage. Ah, die Tankanlage. Ist die jetzt vernichtet worden? Keine Ahnung. Weiter geht's. Wir haben auf jeden Fall geholfen. Und ich hoffe mal, dadurch überleben auch viele von den anderen Teams. Vor allem natürlich Kaidan, der mit zu uns gehört. Aber natürlich auch von den Salarianern dürfen gerne alle überleben. Mein Gott, der frisst aber ohne Ende, ey. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn er hier so nah ist. Das ist nicht gut. Ist er schon tot? Ach, krass. Ist da noch irgendwas? Ah, also wir haben hier einen Fahrstuhl. Einrichtungseingang und da ein. Okay. Zurzeit verfügen Sie über 250 Gegenstände. Sie erreichen bald das Gegenstandslimit von 300. Wenn dieses Limit erreicht ist, sind Sie gezwungen, alle neuen Gegenstände sofort zu verwerten. Sie sollten bei nächster Gelegenheit ein paar Ihrer Gegenstände verkaufen oder verwerten, um nicht das Limit zu erreichen. Ah, okay. Gut zu wissen, dann hätte ich mir doch die Zeit nehmen sollen und mehr Sachen verkaufen. Ja, ich dachte, hier wären Einrichtungs, hier wären. Ich denke, hier ist ein Einrichtungseingang, vielleicht unten auf der unteren Ebene. Naja, egal. Dann gehen wir da rüber. Soll ich jetzt ein paar von meinen Sachen verwerten oder. Universal gehen. Schranken, Schrott umwandeln. Ich habe jetzt keinen Bock, das geht eigentlich schneller, wenn wir das dann irgendwann einfach verkaufen, bevor ich das jetzt hier alles per Hand eins nach dem anderen in Universalgel umwandle, verkaufe ich es dann lieber. Ich hoffe, ich denke daran. Stellung halten, Leute. Stellung halten. Aber die erinnern uns jetzt, denke ich, jedes Mal daran, wenn wir wieder Gegenstände bekommen, wie hier, genau, dass wir dann nah dran sind, an der Grenze, deswegen werden wir das schon nicht vergessen. Was haben wir hier? Oh, das erinnert mich ein bisschen an den Anfang des Spiels. Da gab es auch diesen langen Gang und dann diesen, weiß ich nicht, Zug oder womit wir da gefahren sind. Keine Gegner, verdächtig. Sicherheitskontrolle, Zugriff auf Basissicherheitssystem. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Lieutenant Alenko und die Salarianer. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Vorbildlich acht, ja, auf jeden Fall. Also ich will ja, dass so viele wie möglich überleben. Es gibt auf jeden Fall mehrere Eingänge. In Deckung! Indoktrinierter, ah, okay, krass. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, merke ich gerade. Das sind echt eine ganze Menge an Gegnern, wie es aussieht. Na? Salarianer? Captain Kirahi?
sagte was davon, ein paar Männer verloren zu haben. Sie waren in der... Headshot! Ach, die erste Hilfe brauchen wir gar nicht. Wir haben eh wieder voll 8 Medigel. Okay, Lagerhaus. Okay, okay. Und hier sind wir gekommen, oder? Zum Glück mal wieder ans Speichern gedacht. Ich meine, hier kann man gerade im Nahkampf doch sterben, wenn man Pech hat. Wir spielen ja auch, ich wiederhole es immer wieder gern, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Option, wo könnte man das einstellen? Wahnsinn, Wahnsinn. Achso, natürlich muss ich dann auch zeigen, dass es auch der höchste ist. Wahnsinn, nicht mal mehr Hardcore, nein, Wahnsinn. Ah, Squad, wir sind ja aufgestiegen. Was wollte ich jetzt hier leveln? Oh, Präzisionsgewehr haben wir ja gerade benutzt. Ah, jetzt muss ich natürlich wieder ins Präzisionsgewehr gehen, wie ich immer hin und her springe. Dann machen wir das mal. Und du nimmst Sturmgewehr als Maximum. Präzisionsgewehr haben wir jetzt auch verwendet. Ich glaube, dann packen wir jetzt auch mal ins Präzisionsgewehr rein. Und Tali kann leider kein Maschinengewehr nehmen, deswegen Schrotflinte freischalten und ihr dann in Zukunft Schrotflinte vielleicht geben. Das macht vielleicht mehr Sinn. Ja, ich glaube, so machen wir es. Hallo? Ist da jemand? Sklave oder was? Ja, aber Moment mal, wir müssen da erstmal runterkommen. Das sind natürlich Humanoide, auf die ich schieße, da ist mein... Wir wollen nicht, dass sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Was? Was wollte ich gerade sagen? Ja, unsere Waffe ist gar nicht darauf. Es gab wahrscheinlich mehrere Eingänge in dieses Areal hier. Erstmal wollen wir den Sklaven hier helfen. Sie sind kein Geht und Sie tragen auch keine Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gantor Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination, Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Vorbildlich plus 2. Die sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. Warum hat Saren das getan? Das ist schlichtweg falsch. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Shepard? Bestenfalls verletzen Sie sich selbst. Wenn Sie noch einen Rest Verstand haben, könnten Sie ihn gegen uns richten. Lassen Sie sie raus. Sie werden uns nichts tun. Gut. Wenigstens wird die Explosion dem ein Ende setzen. Vorbildlich plus 2. Hier, aber da... Bewegt sich doch noch so... Ich bin nur das, was sie von mir verlangt. Es ist die Leere. Es schläft nie. Die Stimme verheißt endlos... Sie ruft... Und ich muss ihr folgen. Okay. Ja, und den kann ich wohl nicht befreien, oder was? Was ist denn hier los? Okay. Na gut, dann haben wir dem mal schnell geholfen. Zurück auf den Hauptweg. Und was ist denn hier los? Lasst eure Waffe bitte gezückt. Super gefährlich hier. Überall geht.
Wo ist jetzt mit dem Fahrrad? Wo geht's denn hier hin? Muss ich überhaupt hier hoch? Ach, weitere Zellenblöcke, okay. Okay. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie... Private Manus Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment, STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Was haben die Ihnen angetan, Soldat? Experimente. Wofür, weiß ich nicht. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß. Ich will einfach nur raus. Hier stimmt was nicht, Shepard. Ja, der klingt schon relativ verrückt. Ihn freizulassen könnte die Mission gefährden. Nein, ich muss hier raus. Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden. Ich will wirklich unbedingt hier raus, um einiges zu erledigen. Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Kann das Risiko nicht eingehen? Auf keinen Fall. Ich muss tun, was sie sagt. Ich muss. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich... Abtrünnig plus 2? Wie abtrünnig plus 2? Oh, fuck. Was passiert denn da, wenn wir den rauslassen? Wenn er verrückt ist, warum ist denn das abtrünnig plus 2? Das verstehe ich nicht. Hallo? Ist da jemand? Wir haben doch im Endeffekt... Also es kann doch nicht sein, dass... Wenn wir ein logisches... Verhalten zeigen, was nicht bösartig ist, dass es dann als bösartig... Wir wollen nicht, dass sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Dass es dann als bösartig angesehen wird und abtrünnig plus 2 ist. Also normalerweise lade ich bei sowas nicht nochmal, aber ich will halt einfach wissen, was passiert, wenn ich ihn rauslasse, ob es dann vorbildlich plus 2 gibt. Versteht, ich muss damit ansehen, wie gute Leute in Hirten. Viel mehr weiß ich auch nicht. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Die sehen gefügig. Warum hat Saren das getan? Sind Sie sicher, Chef? Machen wir hier alles platt. Jetzt lassen wir den Typ da nochmal raus und dann bin ich ja mal gespannt, was passiert. Beziehungsweise das machen wir wahrscheinlich, das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt... Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten lasst einen Daumen da. Daumen nach oben, damit man euch loben. Glocke aktivieren, kein Video mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, was mit dem Typ hier passiert.